Runde 1. Okay. Also ich finde, die Karten sehen schon echt unterschiedlich aus in den verschiedenen Tageszeiten. Oh, wir können nicht gleichzeitig kämpfen? Ich weiß es nicht. Wo bist denn du? Ich sehe nur den anderen Typen hier irgendwo rumgeistern. Ich muss gegen die Stufe 9 antreten. Vielleicht kann man hier irgendwie noch weglaufen. Und kommt dann dahin, wo... Komm mal, da, ich seh dich, ich komm dir zur Hilfe. Du bist... So, dann haben wir den nämlich zu zweit weg. So. Ja, der ist da. Da kommt der andere kommt hinzu, die andere Tante. Genau, ohne clevere Probleme. Taktik, Len. So, machen wir noch eine schöne Exekution zum Schluss. Jawoll, ja. Ohne Probleme. Die Runde haben wir schön für uns entschieden, Len. Gutes Teamwork. Mhm. Gutes Teamwork. Wie hast du eigentlich diese Animation gemacht? Dreieck. Doppeldreieck für Sieg, einfach Dreieck für Niederlage. Ah, okay. Ja gut, aber im Prinzip... Oh, jetzt kämpfe ich gegen den Neuner. Ich schaue gerade mal, wo du bist. Okay, da bist du nicht. Okay, der rennt mir hinterher, das ist gut. Wo bist du denn? Ah, jetzt bist du auf der anderen Seite wahrscheinlich. Ja, genau. Ich versuche dir zu helfen. Ich komme dir zur Hilfe. Oh, oh, nicht drauf gehen. So. Passt. So. Easy. Oh, Kacke. Ja, der andere kommt auch wieder hinzu. Ja, ich bin dran. Hab's gesehen. Aber das schaffst du. Jawoll. Ja, sag ich doch. Somit gehören uns auch zwei Runden. Jawoll, jetzt müssen wir noch eine gewinnen. Genau. Schauen wir mal. Ich glaube aber danach, wir spielen danach wieder 4 gegen 4, weil das 2 gegen 2 ist langweilig. Im Prinzip geht es nur darum, wer zuerst zum anderen rübergerannt ist. Ja, ich finde es auch gleich wieder. Ja, jetzt hat er gedacht, er kann das auch machen, was ich hier. Oh, 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 die kämpfen zu zweit gegen mich. Jawohl, wir haben ihn runtergehauen. Wir haben ihn runtergehauen, den einen. Jawohl, die anderen hauen auch noch runter. Hauen wir sie runter. Jawohl. Hussa! Hussa! Das war schön. Das war schön. Ich glaube, so war das. Das war natürlich auch gemein, die beide runterzuhauen. Aber, naja, auch so gewinnt man Matches. Das dürfte zumindest gut Belohnungen gebracht haben. Ja, ich habe sogar was Neues für meine Friedenshüterin bekommen. Du hast einen neuen Griff? Mhm. Dafür kriegt man auch nur 18 für ein solches Spiel. Aber das reicht, damit kann ich mir einen neuen Charakter kaufen. Genau, dann Aktionen würde ich sagen, das legen wir an hier. Okay, wir wollen aber kein nächstes Match, wir wollen wieder 4 gegen 4 machen, oder? Tja. Hätte ich jetzt gesagt. Tja, von mir aus. Ich glaube, das ist... Noch einmal 4 gegen 4 zum Abschluss. Machen wir vielleicht noch zweimal oder so. Schauen wir mal. Ja, komm, ein bisschen geht schon noch. Ach, das Spiel ist... Aber mit dir ist es lustiger. Mit dir macht es mehr Spaß, als wenn ich es alleine spiele. Das glaube ich dir. Selbst dein Gemotze, selbst damit macht es mehr Spaß. wenn Mozzi-Len wieder unterwegs ist. Mozzi Mabuse. Ach, das dauert jetzt wieder ewig. Das dauert wieder ewig, ja klar. Bis wir ein 4-Spieler-Spiel finden, das dauert wieder ewig. Das wird wahrscheinlich wieder rausgeschnitten alles. Schnipp, schnapp und schon ist es draußen. Aber wenn man mal eins gefunden hat, dann kann man ja immer drinnen bleiben und da dann auch weiter was reißen. Das ist dann nicht so schlimm. Aber das Spiel ist so langweilig. Es ist so langweilig. Ja, wir haben halt im Prinzip jetzt schon alles gesehen, was es im Spiel zu sehen gibt. Außer, dass es natürlich später wahrscheinlich noch ein paar mehr Charaktere und andere Karten geben wird. Oh, es geht los. Wir haben ein Spiel gefunden. Fehlende Spieler, einer? Jawohl, es geht los. Bin mal gespannt. So, jetzt schalten wir uns einen neuen Charakter frei. Ich nehme die Ninja, die Meuchler-Ninjerin. Die werde ich mir als letzten Charakter kaufen. Glückwunsch. Orochi heißt die Dame. Was kann sie denn? Kopfgelege. Halte Gesundheit und Ausdauer für Heldenkills. Wirf eine Rauchbombe. Feindliche Gegner. Langbogen. Die hat einen Langbogen. Aber da braucht man erst 3 Sterne. Wahrscheinlich muss man 3 Helden. Nee. Ruhm 0 und Level 1. Schauen wir mal, dass wir ein bisschen rumbekommen. Mal bei Captain Jack Sparrow fragen. Der hat normalerweise immer rum. Ah, eine Kartenübersicht. Ich habe gar nicht für eine Karte gestimmt gehabt. Na egal. Was kommt dran? Ah, Burg kommt mal wieder dran. Zitadellentor. Da, wo wir gerade eben schon gekämpft haben. Wo wir gerade das 2 gegen 2 gewonnen haben. Wen spielt da Len? Ah, Len ist... Nee, das bist nicht du, der Ritter. Was? Doch? Doch, stimmt, das bist du. Ja, der Löwe im Blau, auf dem Gesicht. Ja. Der Löwe auf dem Gesicht ist schon cool, muss man sagen. Mhm. Was ja krass wäre in dem Spiel, wenn man das aus der Ego-Perspektive sehen würde und dann je nach Helmart dementsprechend nur ein Blickfeld hätte. Das wäre übel. Das wäre ein Spiel, das ich überhaupt gar nicht mehr verkaufen würde. Das ist richtig, ja. Ja.
Aber so ein Spiel gibt's ja. Also nicht mit Helmeinsicht, aber wie heißt es? Das ist. Das habt ihr doch auch geholt. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Das habt ihr gecrowdfundet, hast mitgebaked. Ah, Dings, ja. Ich weiß, was du meinst. Ja. Aber die genau. Zuschauer jetzt nicht. Weil Kingdom Come Deliverance heißt, so heißt es. Genau. Es ist mir noch eingefallen, der Name. Ja, genau. Das ist aus der Ego-Perspektive so. Da kann man. Ja, stimmt, das ist aus der Ego-Perspektive, ja. Ich das weiß ist ziemlich genau Ritter. Ja, das ist. Ja, da gibt's aber. Ja, doch. Ja, sag ich wie das hier. Es gibt keine. Ja, wohl. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwie. Da, ja. Ja, nicht. Nee, ich habe nur gerade überlegt, ob es in einer Spielerkampagne irgendwelche komischen Drachen oder sowas gibt, weil die gibt's dann Kingdom Come Deliverance nicht. Nein. Drachen hier, okay. Ich weiß nicht, ob es. Nein, hör mir zu. Ich sag, ich weiß nicht, ob es welche gibt, aber ich glaube eher nicht. Also, wobei es natürlich auch so ein bisschen. Also, es wird auf jeden Fall mythologischer sein als jetzt Kingdom Come Deliverance. Und ich meine, gut, das spielen Wikinger gegen. Wikinger gegen Samurai. Gegen Ritter. Von daher ist das sowieso hier. Bei Kingdom Come Deliverance haben sie ja noch versucht, das möglichst geschichtlich irgendwie ein bisschen akkurat zu gestalten. Mhm. Ich glaube, da kann man hier lange drauf warten. Ach, die hat doch nur ein Schwert. Obwohl sie Meuchlerin ist, kämpft sie doch relativ langsam. Du duellierst dich hier auch gerade. Aber es hat schon geholfen, das Duell mit dem Len 16. Also im Duellmodus bin ich besser geworden. Also in Einzelduellen bin ich besser geworden. So, da ist gerade. Oh, wo kommst denn du her? Ja, hau bloß ab. Da kommen sie zu zweit schon wieder her. Ei, der hat mich noch nicht mal anvisiert und hat mich getroffen. Sauerei. Ich hab den doch geblockt. Ich hab den schon wieder geblockt und ich sterb trotzdem. Ich hab in die Richtung gedrückt. Bleiben wir tot. Ich bin noch unentschlossen, ob ich tot bleiben soll. Der eine, glaube ich, reißt du hier was gerade? Nein, ich bin tot. Da gehen hier alle schon wieder drauf. Nicht gut. Defended. Wir kriegen auch schon wieder ziemlich. Jawohl, jetzt kommt gerade so ein bisschen tot, wieder. Jetzt kriegen, ja. Nee. Jetzt kriegen, ja. In der Mitte, den kann ich aber wiederbeleben. Ja, der ist eh schon weg. In der Mitte, den hätte ich vielleicht eventuell wiederbeleben können. Das Spiel kann sich nicht entscheiden, was es ist. Ja, das ist so ein bisschen das. Ach komm, klaut ihr mir den einfach den Kill hier. So ein Killstealer! So, und ihr haut hier mal ab. Das ist nämlich unsere Zone hier. Okay, also die Ninja-Tante dafür. Wobei, ich habe ich den großen Ninja wieder genommen? Nee, ich habe schon die genommen, oder? Nee, ich hatte eigentlich schon die Meuchlerin genommen, dachte ich. Ja doch, die kämpft wie eine Meuchlerin. Aber die kämpft nicht so schnell wie die anderen Tanten. Da ist gerade jemand von uns draufgegangen. Ja. Glaube ich, hier haben wir eh. Ich versuche mal da hochzukommen. Aber da ist eh nur einer, der momentan da kämpft, oder? Ja, ich. Ja, ich helfe dir. Danke. So. Ich hoffe, du bist nicht sauer, dass ich dir den Kill hier. Der war übel. Gar nicht. Der war übel. Der Finisher war übel. Da vorne soll schon wieder einer draufgehen. Ich renn mal zu ihm. Oh, hier sind drei von denen. Ja. Hier müssen wir irgendwie was unternehmen. Aber jetzt kommen auch drei von uns hier. Okay, 3 gegen 3. Neuer Spielmodus. Problem an 3 gegen 3 ist vor allem, dass man. Oder das Problem hier ist vor allem, dass man nicht die Übersicht verliert, wo die Gegner sind. Schade, ich dachte, ich kann von der Seite nach der Seite angreifen. Könnten wir eigentlich mal B einnehmen? Hat der. Wie schafft er das in letzter Sekunde noch zu. Ja, jetzt haut er wieder ab. Ich hasse es. Schade, dass ich den Langbogen noch nicht hab. Das ist dein Glück hier, dass ich den Langbogen nicht hatte. Das ist so lächerlich! Es ist. Warum? Was war? Weil sie alle abhauen. Ja klar, hauen sie ab. Ich hätte es ja nicht anders gemacht. So, jetzt haben wir den wenigstens noch um hier. Nein! Ich hätte mich besser anschleichen müssen. Dann hätten wir ihn noch gekriegt. Ich das hasse, wenn sie abhauen. Also ich bewege mich mal zu Punkt A. Da gibt es auch noch was einzunehmen. Da gibt es auch noch etwas zu holen hier bei Punkt Nummer A. Also ab nach vorne. Und hier noch den Punkt A einnehmen. Es scheint momentan hier sowieso kein anderer da zu sein. Nö. Momentan ist hier tote Hose bei A. Und es gibt schon wieder hier ein Level-Up für mich und Punkte. Wir liegen aber leider momentan trotzdem hinten. Müssen wir wieder schauen, dass wir hier in der Mitte den Punkt mal bekommen. Auch wenn die hier gerade auf dem Vormarsch sind, so ein bisschen. Nee. Geh zurück. Unsere Leute müssen wir hier mal mehr umbringen. Also irgendwie diese Ninja-Tante hier, mit der kann ich ja momentan noch gar nichts anfangen. Ja, die ist. Kann mit dem ganzen Spielmodus nichts anfangen. Mit dem ganzen Spielmodus, also mit dem ganzen Spiel eigentlich, weil das ist ja eigentlich der. Ich kann mit dem ganzen Spiel nichts anfangen. Okay. Oh, der eine metzelt sich hier gut durch. Da ist einer. Ich bleib mal bei A, weil dann kriegen wir 2 Punkte in der Sekunde, wenn das gesetzt ist.
Das ist gut, ja. Vielleicht sollst du auch noch in die andere Richtung schauen oder kommt momentan eh keiner. Das, weil das macht mehr Spaß, die Ja. ganze Zeit rumzustehen. Okay. Jetzt bewegt sich der Land auch wieder. Hier oben wird auch duelliert. Ja gut, ich sehe schon, mich belebt keiner wieder. Muss ich wohl übel so wieder reingehen. Und wir verlieren. Wieso? Hä? Achso, der mittlere Checkpoint gehört nicht uns, deswegen verlieren wir so Ja, viele Punkte. ich komme gerade. Oder deswegen bekommen wir nicht so schnell Punkte, besser gesagt. Sag mal, was ist denn hier schon? Ist das schon wieder dieser blöde Ritter hier? Der regt mich sowieso schon immer auf. So, jetzt haben wir den aber weg zu zweit. Jetzt sind die anderen natürlich mo höchst motiviert, die da um ihn rumlaufen, weil der wieder irgendeine komische Fähigkeit gemacht hat. Ah, der braucht nur. Der braucht wieder. Ich halte schon wieder nichts aus. Drei Schläge und ich bin tot. Wie ich das hasse. Wie ich das hasse. Ja, der in der Mitte kriegt jetzt auch schon wieder auf den Deckel, weil sie da zu zweit sind. Ja, das bin Oder? ich. Ja. Aber du hast immer die Fähigkeit gerade schon mal bekommen. Damit könntest du ihn zumindest. Ah, ne, ja gut, gegen zwei wird schwierig. Ja, zwei wird sehr Da ist schwierig. das Schwert im Lend schon wieder drin, da wo es nicht hingehört. Läuft nicht so gut. Ah, ja, das haben wir verloren und zwar mit Bravour. Ja. Ja, komm. Sagen wir zumindest wieder die Zone hier, aber nee. Ja, was Das wir wird von nichts B mehr, auch glaube noch ich. einnehmen. Ich bin gerade bei B am Arbeiten. Oh, das ist schon wieder ein Ritter. Das ist wieder der Ritter, der mich mit drei Schlägen weghaut. Weiß nicht, was der immer krasse für Attacken drauf fährt, aber irgendwie. Der schlägt auch voll komisch und schnell. Und ich verstehe auch nicht, wie der so lange immer Ausdauer hat, weil. Ach komm. Der blockt einen meiner Angriffe, macht einen Schlag und ich bin tot. Ja, komm, hau den wenigstens mal jemand weg noch. Hey, aber immerhin habe ich es geschafft, ihn lang genug zu nerven, dass wir B einnehmen konnten. Wenigstens etwas, aber ich müsste ja eigentlich da unten noch bei B irgendwo rumliegen. Dann könnte mich auch durchaus mal einer wiederbeleben. Wenn ich hier schon Ja, liege bei B. Ich werde gerade wieder von zwei beackert. Ja, ich sehe es. Das Schwert war schon wieder in Es dir. ist blöd. Es ist Das lächerlich. Schwert in dir. Ist das nicht ein Film? Natürlich. Der Film heißt anders, den Ja. ich meine. Ich bleibe einfach hier. Das ist du bleibst einfach hier. Ja. Oh, wo ist hier? Wo Im ist hier, Len? Spawn. Im Spawn. Spawn, okay. Weil wir müssen es. Obwohl, nee, es sah gerade eben kurz kritisch aus, aber in dem Fall war es dann doch nicht so kritisch. Da kommen sie schon wieder. Achso, jetzt haben wir. Achso, wir können jetzt wieder sterben. Okay. Ja, wir können. Nein, nein, nein! Weg, weg! Jetzt können ich wir hasse wieder diesen nicht Ritter! Ich hasse diesen Ritter so hart! Jetzt dreimal abgerollt und schon habe ich keine Ausdauer mehr, ey. Katastrophe. Katastrophe. Nein, der Ritter ist das, der ist so übel. Jawohl, wir haben. Endlich mal. Nee, das ist der andere, der Ritter ist es, den du. Der andere ist es. Ja, der haut immer ab. Ja, ich weiß, und haut mich immer um. Und kommt dann irgendwie mit voller Lebensenergie. Das ist mir auch nicht so ganz klar. Es gibt zwar ein paar Charaktere, die, die Fähigkeit haben, Lebensenergie wieder zurückzubekommen, aber. Oh, wir haben eine Schwefelbombe, was auch immer die bringt. Ah, anscheinend muss man doch mal ein paar von den kleinen Gegnern umhauen, damit man hier mal. Oh, da war aber gerade ein übler Ruckler. Ja, bei mir auch. So, den haben wir weg. Dann betätigen wir uns mal mit der Schwefelbombe. Ja, toll. Hey, der ist tot. Die Schwefelbombe stinkt einfach nur. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Da sehe ich aber selber nichts mehr, wenn ich die Schwefelbombe hier anhab. Ja, toll. So, endlich mal den Ober. Ah, nee, der wird jetzt bestimmt eh gleich wiederbelebt. Ja, komm. Warum? Ich muss ihn einfach nur keinen. Ich konnte, ja, da kam gleich der Nächste. Der Nächste hat mich umgehauen sofort. Aber mich belebt auch einer wieder. Wer ist es? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Dankeschön. Len kriegt da auch irgendwas einen auf den Deckel. Ich versuche dem Len noch irgendwie zu helfen. Ja, da wurde wiederbelebt. Ich bin weg. Oh, oh, oh. Nein! Ah, sind sie zu dritt schon wieder hier. Ich könnte kotzen. Komm, blocken. Ah, nee. Da kam ja von der anderen Seite kam noch einer. Den hatte ich nicht gesehen. Oh, jetzt ist ganz übel. Len, du bist der Einzige, der noch am Leben ist. Ja, das ist nicht so toll. Was ich nicht verstehe, weil eigentlich haben wir ja noch. Na gut, die haben über 1000 Punkte, wahrscheinlich ist deswegen. Weil eigentlich haben wir ja sogar noch einen Checkpoint momentan. Len rennt weg hier. Was anderes bleibt ihm vermutlich auch nicht übrig. Und da kommt der erste Ritter. Len blockt erfolgreich, haut ihn weg. Oh, jetzt kommt der zweite Ritter. Gegen zwei wird es natürlich schwierig. Oh, Len kriegt den ersten Schlag drauf, aber Len blockt weiterhin tapfer. Oh, jetzt hauen sie sich gegenseitig. Das ist gut. Da sind sie zu eifrig, den Len umzuhauen. Jawohl, Len haut. Jawohl. Len landet nochmal zwei schwere Treffer. Hat jetzt allerdings. Hast du den einen schon. Jawohl, einer. Da, hast du beide umgehauen? Nee, der zweite lebt noch. Der zweite lebt noch. Jetzt kommt noch der dritte hinzu. Oh. Len. Also, wenn einer tapfer gekämpft hat in dieser Runde, dann war es der Len. Dann war es auf jeden Fall der Len. Oh, Wahnsinnsaktion vom Len 16 hier. Der sich echt bemüht hat, aber leider haben sie es trotzdem geschafft, hier in unsere Burg reinzustürmen. Schade. Schade. Naja, kann nur besser werden in der nächsten Runde. Kann nur besser werden.
Natürlich. So, ich habe eine neue Belohnung bekommen für... Na gut. Ich habe sogar Rang 2 habe ich mittlerweile erreicht. Ich bin ja so stolz. Ich bin Rang 4. Okay. Ja gut, mit dem Charakter, aber ich glaube, den Charakter spiele ich nie wieder. Also mit dem konnte ich irgendwie nur sehr bedingt was anfangen. Weil es ist eigentlich ein Charakter, der schnell kämpfen soll, aber er kämpft einfach nicht schnell. So, Kartenwahl, was spielen wir denn? Was spielen wir? Spielen wir doch mal wieder bei den Wikingern. Da ist auch immer lustig, bei den Wikingern in der Flussfestung. Die meisten Leute kapieren auch immer nicht, wie man das auswählt, die nächste Karte. Von daher stimmen dann immer nur sehr wenige meistens ab. In dem Fall bin ich momentan auch der Einzige, der abgestimmt hat bisher. Ja, weil ich keine Lust hatte zum Abstimmen. Ach so. Ja. Len hatte keinen Bock zum Abstimmen. Len ist etwas verstimmt. Nice, oder? War schön, Wahnsinn, war schön. Wahnsinn. Wahnsinn, gell? Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ja. Warum schicke ich den Len in die Hölle? Hölle. Na komm. Es ist überhaupt auch gut, ist, wenn alle Spieler rausgehen, dann wartet man trotzdem weiter auf Spieler. Wenn es abgelaufen ist, kommt man einfach ins Hauptmenü zurück. Sind wir jetzt im Hauptmenü? Nee, noch nicht. Aber wenn zu wenig Spieler im Spiel drin sind, dann kommt man einfach zum Hauptmenü zurück und muss wieder von vorne anfangen zu suchen. Ach, hatte ich gestern auch schon. Vorgestern, wo ich es aufgenommen habe. Mein Schwert sieht schön aus, wollte ich sagen. Das freut mich. Ja. Ist in die genau, dann passiert nämlich das da. Ja, es ist toll, oder? Ja, also eine Runde, jetzt kommt eine Runde geht noch. Jetzt kommt nochmal der neue Versuch, einen Mitspieler zu finden. Oh, aber ich meine, ansonsten. Ich suche in meinen Held nicht bearbeiten. Das ist scheiße. Das tut mir leid, Len. Aber ich denke, du wirst noch genügend Möglichkeit haben, deinen Held nochmal zu bearbeiten. Und dann muss ich mir das auch nochmal anschauen, wie das mit den Heldenbearbeitungen funktioniert. Weil eigentlich würde es mich ja schon nochmal interessieren. Das ist ziemlich einfach. Aber eigentlich, also ich weiß, wie man die Waffen, sowas weiß ich, wie man wechselt, aber ich wusste nicht, dass man auch noch farbliche Anpassungen an den Helden selber richtig machen kann. Das wusste ich noch nicht, wie das funktioniert. Oh, diesmal ist es ein Netzwerkfehler, der uns raushaut. Hatte ich gestern auch schon mal. Wir sind draußen? Ja, es war ein Netzwerkfehler, hatte ich gestern auch schon mal. Kein Problem. Okay. Neuer Versuch. Oh. Wie gesagt, es ist Beta. Ich will jetzt noch nicht das spätere Spiel verfluchen. Es ist Beta, die zwei Wochen vor dem Hauptspiel rauskommt. Ja, aber gerade kann man nicht ändern. Naja, also gerade solche Spielersuche-Sachen, meinst du nicht, dass man da noch was... Also man kann minimal Sachen ändern, aber viel kann man da nicht mehr ändern. Wir sind jetzt immerhin schon alle Spieler-Level, also auf unserem Level haben wir anscheinend gar nichts gefunden. Ja. Wir suchen also auch in unserer... Zum Beispiel, was ich unnötig finde, ist, dass man in unserer Sprache sucht, weil die Spieler sowieso eigentlich von Prinzip auf der PS4 nicht viel von sich geben. Ja. Und Sprachchat sowieso, habt ihr ja gesehen, bisher einer, vielleicht mal zwei den Sprachchat oder so angehabt haben, von daher... Diesmal ist es wieder der Netzwerkfehler. Oh. Komm, einer muss doch gehen hier. Da geht doch noch was. Einer muss doch gehen. Eine Runde möchte ich noch machen mit dem Len. Kostet es, was es wolle. Das wird dich aber sehr viel kosten, weil ich bin teuer. Wir haben schon ein Spiel gefunden. Echt? Das hat mich noch nicht so viel gekostet, Len. Und wir kommen sogar in die Flussfestung, wo wir eh gerade eben hin wollten. Ja, wunderbar. Schön. So. Schön. Nehmen wir mal wieder, komm. Nehmen wir mal, das wird auch die letzte Runde sein, die wir spielen, glaube ich. Ich nehme mal den Ritter. So, wo kann man jetzt anpassen? Menü. Nee, Menü hier kann man nicht. Hier kannst du nichts mehr anpassen. Ach so. Das kannst du bloß zwischen den Spielen. Ah, okay. Oder im Okay, Hauptmenü. Hier kann man es auch nicht. Ach so, okay, da wäre das gegangen. Okay, dann schaue ich mir das nach dem Match, schaue ich das mir nochmal an. Was da theoretisch möglich wäre. Ob ich mir da noch einen Drachen hätte ins Gesicht zaubern sollen oder nicht. Ja, das könntest du. Könnte ich, okay. Traust du mir das zu, Len? Ja. Dann bin ich aber froh. You can do it if you really want. Ja. Wie bitte? Genau. Es war gerade so ein bisschen undeutlich irgendwie. Ach so, echt? Ja. Die Verbindung ist schlecht. Nee, die ist jetzt nicht mehr schlecht. Das war nur am Anfang, dass die Verbindung heute schlecht war. Jetzt hat die Verbindung sich wieder eingerenkt irgendwie. Aha. So, ich finde diese Übersichtskarte auch hier mal extrem cool und das Spiel läuft schon anscheinend eine Minute oder so. So. Okay. Was soll's? Wir gehen direkt ins Spiel rein, haben jetzt Bots ersetzt. So, schönes Wetter hier gerade. Strahlender Sonnenschein hier bei den Wikingern. Wunderschön. Sie sind da immer das orangene Team. Ja. Gelb-schwarz, sehr München-like. Ja. Zu zweit. Hab mich gegen einen duelliert und der andere hat einen Schlag gegen mich gelandet. War natürlich kritisch. Stimmt, wir sind ja orange, das vergesse ich immer. Nee, oh, glaube, drei! Nope. Und weg damit! Rache! Für den König, ich komme auch wieder ins Spiel rein gerade. Was tut man diesen Rache-Modus bekommst? Also ich bin ja echt immer zu schnell tot. Ja, man muss blocken und draufhauen.
Ja, ich hau immer nur drauf, glaube ich. Das ist mein Fehler. Mhm. Das Schöne am Ritter ist, der kann sich hier einfach durch diese Massengegner einfach so durchwalzen immer. Das finde ich so klasse. Also der kann hier wirklich einen Unterschied machen. So, weg mit dem. Schön, ab nach vorne. Jawohl. Da ist gerade noch ein Blauer. Ah, der Blaue geht da nach oben. Da kommt der Samurai. Ich hab den Samurai gesehen. Hat sich's gleich aussamuriert hier. Hauen wir nämlich von hinten weg. Alles Gute ist, wir haben ihn von zwei Seiten. Das heißt, wir können ja von zwei Seiten prügeln. Ja, ich bin aber nicht mehr so voll im Leben. Ja. Samurai ist trotzdem tot. Ja, ich auch. Ich auch. Die andere... Ach, die waren schon wieder zu dritt. Weil ich habe mich gerade eigentlich mit der Dame mit den zwei Schwertern gekriegt und plötzlich war ich tot. Mhm. Und das war nicht die Dame mit den zwei Schwertern. Genau. Man muss übrigens auch aufpassen beim Treppensteigen. Auf diesen Treppen, da kann man, wenn man da einmal geschlagen wird, ist man sofort tot. Oh, man kann ja sogar ranzoomen. Da hat man so eigentlich eine Leiter. Ganz... Ja. Ja. Das sind keine Treppen. Steile Leiter. Leiter. Da ist einer. Ja. Zu meinem Leiterwesen muss ich das zugeben, dass ich Leiter bin. Ja. Geh mal nach oben, wenn ihr hier unten... Oder soll ich nach unten? Na, hier ist eh verloren. Es hauen drei, vier auf mich. Ja, ich weiß. Deswegen gehe ich nach oben. Weil das heißt, es kann maximal einer hier oben sein. Dann nehmen wir da einen Checkpoint auch hier mal ein. Oder? Zack, und nee. Ich töte einfach mal ein paar... Len macht schon wieder den... Scheiße. Ah, Len macht hier schon den Double-Team-Kill. Also ihr seht schon, Len ist deutlich besser... Nein. Deutlich besser gewesen. Zwei sind unten. Oh ne, hier sind mehr unten. Da habe ich gerade mehr gesehen. Ja. Weg. Ich bin gut und trotzdem gefällt mir das Spiel nicht. Ja, ich bin schlecht und trotzdem macht es mir eigentlich schon Spaß. Aber das ist immer, weil ich eigentlich jedem Spiel immer schlecht bin. Au! So, nochmal Rache. Nein, nicht schon wieder von... Ach, ihr seid doch so doof. Ach komm, ich hätte den einen so schön besiegt und dann kommt einer von hinten und haut mich einfach um. Ach komm, dann hauen sie zu zweit auf mich ein und ich habe keine Chance mehr. Ah. Also das ist echt, glaube ich, das Frustrierendste in diesem Spiel, wenn du einfach dir so ein richtig schönes Duell gegen einen leistest und dann kommt einer von hinten, haut einmal nicht rein und bist tot. Das sind diese Frustmomente in dem Spiel hier. Ich geh mal hier unten rum, hier bin ich, glaube ich, noch nie rumgelaufen. Auf dem Weg hier. Ja, der Rache. Da hat der Lynch wieder die Rache. Nein, nicht ich. Achso, nicht der andere. Die Rache der Sith. Ja, aber er ist down. Ich habe mir mal erlaubt, Zone C einzunehmen. Mach das. Was hier gerade eh schon war. Und Len haut hier eh mal alles weg. Ah, schade. Ich wollte den anderen gerade schön da runterhauen. Gedacht, ich könnte ihn da irgendwo runterhauen, aber... Du bist hier in unserer Zone. Nein, jetzt hat mir schon wieder einer den Kill hier abgenommen. Ah, rennen sie schon wieder weg. Ja, renn ruhig weg. Renn ruhig weg. Sag, ich muss hier erstmal leben. So, hier rennt niemand mehr weg. Hier wird nur gefinished. Zone A zurückgeholt. Schön. Boah. Jetzt holen wir wieder ein bisschen auf. Hier, Vorsicht, da kommt ein Ritter von hinten. Wo? Ach, ging an. Ich habe mit jemandem geredet, der mich leider nicht hören konnte. Mhm, ich lauf zu ihm hin. Ja. Man kann die echt ganz coole Duelle hier leisten, eigentlich. Ein Ritter. Ah, der hat auch schon wieder. Ah, der hat sich schon wieder geheilt. Der hat wieder seine Wut rausgelassen. Wie ich das hasse, wenn sie wütend werden. Da kriege ich echt immer den Hass. So, das Duell habe ich endlich für mich entschieden. War ja auch mein Duell. Oh, da kommt noch ein anderer angelaufen. Alle hauen irgendwie ineinander ein. Oh, ich habe auch schon den Kill wieder bekommen. Schön. Nice. War so, zwar nicht geplant, aber gut. So, machen wir das hier mal, die Fähigkeit. Au! Au! Nein, von hinten, da ist schon wieder viel zu spät gewesen. Irgendwie versucht mich wieder zu beleben, das ist ja lobenswert. Dankeschön. Ja. Da ist die Tante, die mich umgehauen hat. Na, da verliere ich schon wieder die Übersicht so ein bisschen. Sie ist tot, du hast die Dame noch erwischt. Sehr fein. Ah! Da ist der Ritter schon wieder, der Ritter Rost. Bringen wir ihn zum Rosten. Was? Wieso sind der schon wieder tot? Verstehe ich nicht. Na gut. Läuft grad. Soll mir recht sein. Ja, läuft gerade. Momentan haben wir hier gerade, aber die haben immer noch einen Kontrollpunkt mehr. Das ist gerade ein bisschen langsam das. Beim Spiel durch. Das ist gut. Ich glaube, die hauen schon wieder ab hier. Ja. Ah, wie ich es hasse, wenn sie abhauen. So, genau. Schön zurückgestoßen. Ich bin blutrünstig. Du bist blutrünstig. Aha.
Der blutrünstige Len. Nein! Ja, das heißt, da habe ich daneben geschlagen. Dass du ziemlich viele vom Gegnerteam vermutlich eliminiert hast. Mhm. Ja, die hauen schon wieder alle ab hier von den Gegnern. Immer das gleiche mit denen. Muss mich mal hier ein bisschen Ausdauer wiederholen. So, Ausdauer habe ich wieder. Oh, jojojo, Jungs, hier ist aber. Hier müssen wir mal ein bisschen was ändern. Oh, oh, da kommt der Ritter. Da kam der Ritter. Und hat mich leider von meinem Leben getrennt. Ah, jetzt haben wir sogar. Ja, boah, jetzt haben wir ja richtig aufgeholt. Jetzt machen wir sogar zuerst die 1000 Punkte. Das gefällt mir ja richtig. Len ist auch unaufhaltsam. Ja, wenn der Len mal hier reinschlägt, dann schlägt er richtig rein. Standhaft und kämpfe. Dein Team bricht ein? Nee, wir brechen beim Gegnerteam eher ein. Wieso? Achso, wir sind ja orange. Verdammt schon. Ja. Nein, ich bin tot! Nein! Ah, ich muss ja weg. Ah, jetzt haben wir es aber gedreht. Jetzt müssen die anderen aufpassen. Ich bin tot, beleb mich wieder, bitte. Ich kann nicht, da sind überall Gegner. Da sind zwei Gegner direkt um mich rum. Was sind dieses komische Lila, was die Tante hier schon wieder anhat? Keine Ahnung. Ach, schon wieder tot. Hat sie schon wieder zu schnell zugeschlagen? Eieiei, ich war blutrünstig, weißt du? Ja, und ich war tot. Na, komm, da belebt jemand wieder. Nein. Sie hat es zumindest probiert mit dem Wiederleben. Okay, jetzt hat sie keine Chance. Es sind drei um sie rum. Das wird sie nicht überstehen. Vielleicht mit einem noch fertig. Obwohl, wir sind ja auch zu zweit hier zumindest an der Stelle wieder. Nein, sie ist zu Boden gegangen. Jetzt haben wir nur noch einen, der am Leben ist. Ja, ein Ritter und der ist auch angeschlagen. Also ja, das wäre ich dann mal. Ach so, aber gut, das ist Len zumindest. Aber gegen zwei. Da ist selbst also gegen drei, gegen vier. Len muss gegen das komplette Team antreten. Gegen das komplette Team, das ist natürlich mies. Jesus. Ist dieses Spiel jetzt gerade eben diese letzte Runde sinngebend für dieses ganze Spiel gewesen? Wir wissen es nicht. 13 zu 4. Keine Beute gab's. Nicht mal Beute. Mann. Dabei war ich von den Kills ja gar nicht mal so schlecht. Das habe ich auch weitere Runden gehabt. Gabe Eroberer habe ich jetzt bekommen und ein neues Muster habe ich bekommen. Jetzt kann ich mich wie eine Fahrbahnstreifen kann ich mich jetzt färben. Cool. Toll. Helden, ja. Genau. Du wolltest mir noch sagen, wie man den Helden ändern kann. Das wollte ich gerade noch machen. Dann musst du zurück in den Hauptmenü. Okay, dann gehen wir zurück ins Hauptmenü. Ich will zurück ins Hauptmenü. Wie geht's zurück ins Hauptmenü? Hallo, ich will zurück ins Hauptmenü. Abbrechen. Ah, da, ja. Das ist auch so ein bisschen verwirrend allein. Das Ganze finde ich manchmal. So, Das Touchpad? Das Touchpad mache ich. Ja, Touchy. Genau, wir sind Ritter. Oder genau, und anpassen. Aus anpassen und wenn du nach links gehst, kannst du alles Mögliche. Ah, okay, da sind die Fähigkeiten. Nach links. Okay. Ah, und da, ja, ich sehe gerade, ach, da sind die Kills noch gewesen, die man. Okay, aber die sind ja arschteil, kostet ja 5000 so ein Kill. Na gut, das ist also eine Exekution. So eine Exekution und Gesten kann man da auch kaufen. Ja, genau. Aber die sind ja richtig krass teuer. So, Entschuldigung, nach links muss ich gehen, genau. Ah, und da ist die. Genau, die Montur. Okay, da könnte man sich schon irgendwelche Vorgegebenen holen. Man kann sich sogar einen weiblichen Ritter erstellen, wenn man möchte. Ja, sieht aber eigentlich genauso aus. Kopf. Ah, und da kann man dann die einzelnen Sachen sich auch malen. Gravur, nee, Muster will ich nicht haben. Ich will Gravur. Wow, die Gravur sieht ja auch cool aus. Also, es gibt ja gleich schon echt viele. Okay, der Drache, der wird erst. Ach so, das habe ich alles noch gar nicht freigeschaltet. Der Löwe ist eine der ersten Sachen, die natürlich freigeschaltet werden. Deswegen hat der Lenny natürlich auch schon. Ich könnte mir jetzt einen Stier ins Gesicht machen. Sieht aber auch etwas seltsam aus. Da kann man sich alle Körperteile. Ach, da kann man sogar die Schulterplatten kann man sich sogar in verschiedenen Mustern färben und so. Ja. Wirklich alles. Kannst dir neues Material geben. Kann man noch Rot und Schwarz vielleicht als Farben? Nee, nur Rot und Schwarz gibt's nicht als Farben. Schauen wir mal. Wie das da zumindest ist, dann machen wir das da mal. Müssen ja immer drei Farben sein. Ja, sogar könnte man sich schon in einen ganz coolen Ritter einfärben, wenn man das möchte. Aber vor allem die Brust muss man natürlich in einer anderen Farbe machen. Den Rücken. Kann man so einen komplett roten Ritter. Die Standarte. Ja, nee, die passt so. Achso, die Brust kann man sich gar nicht einfärben. Die bleibt immer in derselben Farbe. Sehe ich das richtig? Ja, die Brust bleibt. Das ist ja eine Platte, da muss das mal. Ja, stimmt. Sehe ich auch gerade. Da gibt es auch verschiedene Materialsachen. Oh, kann man sich. Der goldene Ritter sieht natürlich auch cool aus, wenn man sich so einen goldenen Ritter erstellen würde. Da gibt es schon echt ein paar Möglichkeiten. Helmschmuck gibt es sogar noch. Da kann man sich so lustige Öhrchen machen noch.
wenn man das möchte. Aber die Sachen sind ja echt ziemlich teuer. Also ihr müsst ja, also ich weiß nicht, wie das, klar, man kann immer so Herausforderungen machen, aber man muss ja trotzdem denken, allein diese Ohren hier kosten 3.000 und pro Spiel kriegt man normalerweise 30 dazu. Weiß nicht, wie, ob es im fertigen Spiel auch so sein wird, aber da glaube ich, dauert schon ziemlich lange, bis man irgendwas Cooles freischaltet. Naja, das ist dann wahrscheinlich dann in dem Spiel natürlich auch die Motivation, dann den Multiplayer davon zu spielen. Mich motiviert sowas nur mäßig, aber... Man kann auch Packs kaufen. Man kann auch, stimmt, hier gibt es ein Packs, Deluxe Edition, ja, Gold Edition. Ausrüstung aufsammeln. Nee, geh auf, raus aus Anpassen und geh aus Aufrüstung aufsammeln. Da gibt's Helden? Lootboxes. Ach, es gibt Loot... Warte mal, wo? Entschuldigung, wo? Du gehst Anpassen. Ja. Bist du... Da gehst du nicht rein, sondern auf Ausrüstung aufsammeln. Das gibt's doch nicht bei mir. Steht da direkt drunter unter Anpassen. Ich glaube, ich bin bei dem anderen Anpassen als du. Du machst Mittelding auf Helden. Ach ja, ich war nicht dann bei Helden. Dann willst du einen Helden. Ja, genau. Ich war nicht bei Helden. Dann gehst du auf Ausrüstung aufsammeln. Genau. Und da siehst du deine... Ja, genau. Ah, da gibt's dann... Okay, damit kriegt man dann drei zufällige Ausrüstungsgegenstände. Ah, okay. Ja, genau. Ja, gut, dann kriegt man natürlich wieder mehr. Höheren Level, ein Gegenstand mit höheren Level garantiert. Ja gut, dann soll das wahrscheinlich die Motivation sein. Okay, 500 ist auch nicht so wenig. Wenn du denkst, du kannst für 500 einen Charakter einen komplett neuen freischalten, schalte ich mir doch lieber einen neuen Charakter frei. Wo kannst du dann neuen Charakter naja, halt diese die Helden, du kannst diese neuen Helden schaltet man ja mit jeweils 500 frei. Ja. Also ich weiß es halt nicht, ob das später im Spiel auch so sein wird, dass man da eben die für 500 bekommt oder was man da zahlen muss, keine Ahnung. Naja, ich würde sagen, wir machen an der Stelle mal Schluss. Ja. Let's Play wird es wahrscheinlich keins dazu geben, aber mir zumindest, also mir hat die Beta eigentlich schon Spaß gemacht, war mal eine nette Abwechslung. Und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play und Len, nochmal deine Meinung zum Schluss. Okay, dann mögen die Ritter mit euch sein. Servus.